So, und damit haben wir es hinter uns. Eine Vereinslegende verlässt Manchester City für 50 Millionen Euro. Das ist weniger, als wir natürlich für ihn in Stoßzeiten hätten bekommen können. Aber was willst du machen? Er geht zu Real Madrid und wir müssen ohne ihn klarkommen. Hey, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karrieremodus. Die 19. und vorerst letzte tägliche Episode hier auf dem Kanal. Warum genau, das erkläre ich euch gleich noch. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Codebox Gaming TV. Checkt mein Merchandise aus, auch für den Winter warme Hoodies mit dem Motto Hashtag herrlich. Und meine Social Media Links, aka Instagram und Twitter, wo ich momentan sehr aktiv bin. Wir schauen auf die Saison und gucken, gegen wen es heute gehen wird, gegen Bournemouth und Aston Villa und Crystal Palace. Und dann simulieren wir noch weiter bis zum 30. August, also kurz vor dem Transfer Deadline Day. Und dann sind wir mal gespannt, wie das heute laufen wird. Die große Frage ist jetzt, Max, warum letzte Episode täglich? Ganz einfach, die Saison ist vorbei, wir sind in der neuen Saison, wir wollen keinen neuen Karrieremodus pushen, und zwar den von Hannover 96. Den wird es nächste Woche 5 Tage am Stück geben. Leihe von Kovalenko zu Bournemouth, das passt ja. 5 Tage am Stück geben, also von Montag bis Freitag, dann ist die Saison auch durch. Und dann wird der Gladbach-Karrieremodus, der nur noch an diesem Wochenende kommen wird, also nicht mehr dieses jetzt, sondern das danach, das Wochenende, der wird dann erstmal pausiert, eingestellt. An dem Wochenende gibt es City einmal, Hannover einmal und ein neuer Karrieremodus startet in der nächsten Woche, also der übernächsten quasi effektiv für euch noch. Ich bin sehr gespannt, welcher Verein es werden wird. Videobeschreibung habt ihr die Abstimmung dazu. Ihr könnt euch entscheiden, es ist eine relativ eingeschränkte Auswahl, gebe ich zu, aber ich denke mal, das wird richtig cool werden. Machen wir es wie letztes Jahr, machen wir was ganz Neues, Vertragsverlängerung bei Kimmich ist auf jeden Fall was Gewohntes, aber Gutes. Und jetzt wird's krass und das nehmen wir an. Wir sind deutscher Nationaltrainer seit neuestem, das ist mal ein Angebot, was man nicht so oft bekommt. Und jetzt, Freunde, geht's auch schon ab. Es ging jetzt schnell, ich weiß, aber wir spielen gegen den AFC Bournemouth im ersten Spiel der Premier League Saison 2017-2018. Wir spielen daheim im Etihad Stadium, der Meister der Vorsaison, gegen ein Team, das normalerweise eher am Tabellenkeller beheimatet ist. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir springen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Premier League Saison 2017-2018 in den Startlöchern und die Eröffnung für Manchester City für den Meister der vergangenen Saison gegen den AFC Bournemouth. Das heißt, die Berries gegen die Citizens im Etihad Stadium. Natürlich ausverkauftes Haus zum Start der Saison. Selbstverständlich, viele Fans freuten sich darauf, die neuen Stars zu sehen. Unter anderem natürlich Paulo Dybala, den 100 Millionen Neuzugang von Juventus Turin oder auch Tobi Alderweireld, der von den Tottenham Hotspur gekommen war. Der allerdings hat zunächst keine weitere Rolle im Kader von MGT, denn der spielt mit Jimenez und Boateng in der Innenverteidigung. Hier der Fokus auf José María Jimenez, der 22-jährige Innenverteidiger. 1,85 Meter nur groß, aber das macht er durch exzellentes Stellungsspielwerk mit 22 Jahren. Ist das schon mehr als beeindruckend. Wir gucken mal auf die Elf von Manchester City. Im Vergleich zur letzten Saison hat sich nicht so viel getan. Rulli, Kimmich, Jimenez, Boateng, Bernard, Busquets, Carrasco, Sterling, De Bruyne, Aguero und Paulo Dybala. Das heißt, nur der neue Stürmer mit der Rückennummer 28. Momentan zumindest noch. Tobi Alderweireld auf der Bank, genauso wie Gündogan, Thiago und so weiter und so fort. Das zeigt, wie stark der Kader der Sky Blues diese Saison wirklich ist. Der Kader der Cherries hingegen ist nicht ganz so groß und nicht ganz so üppig besetzt mit Topspielern wie der von MGT. Allerdings haben sie einige gefährliche Spieler in ihren Reihen und die bot Trainer Eddie Howe heute auf. Lecon, dann Smith, Christoph Wilson, Ake Höfler, Fraser Sermon, unter anderem Callum Wilson in der Sturmspitze und auf der Bank Spieler wie Tyron Mings, Arthur oder auch Benedict Afobe. Also definitiv ein Team, mit dem zu rechnen war. Besonderer Fokus auf den Spieler, der gerade nicht genannt wurde, Viktor Kovalenko, ehemaliger Citizen bzw. auch aktueller Citizen, aber er wurde verliehen und das erst vor kurzem an seinen neuen Arbeitgeber AFC Bournemouth. Heute also direkt sein Spiel gegen seinen eigentlichen Stammverein. Wir springen rein in die erste Aktion der Partie und die Citizens legten los wie die Feuerwehr. Waren in der Anfangsphase das deutlich überlegene Team und hatten auch die erste Abschlusssituation. Fehlpass Carrasco, gute Balleroberung von Kimmich vom gegnerischen 16er. Ball auf De Bruyne, Ball auf Aguero, der auf Raheem Sterling. Raheem Sterling 1:0! So schnell kann das gehen. Erster Treffer der neuen Saison und die Citizens führen bereits nach 5 Minuten vor heimischen Publikum gegen die Cherries. Ausgerechnet Raheem Sterling, letzte Saison als Chancentod verschrien in Manchester und das vollkommen zurecht, viele Großchancen liegen lassen und hier aus über 20 Meter mit dem perfekten Schlenzer in den Winkel, wunderschönes Tor, so kann das nochmal losgehen, ohne jegliche Abwehrchance,
Das war der Fehler vorher, den Ball vor dem 16er zu verlieren. Das darf man gegen City nicht machen, sonst würde so bestraft. Und da fällt natürlich einiges ab von Sterling. Und Ho kann nur besorgt reingucken, denn das war alles andere als der geplante Start. Und die Citizens starteten ideal rein und machten genauso weiter, wollten direkt das 2:0 erzielen, um hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Und es dauerte eine gewisse Zeit lang, bis Bournemouth ihnen die nächste Chance gab. Wieder Kimmich mit der Balleroberung, diesmal Sergio Aguero mit dem Ball auf den Neuzugang, auf Paulo Dybala. Und der hat einen ganz, ganz feinen linken Fuß. 2:0. Manchester City nahm Bournemouth auseinander. Die kamen gar nicht aus ihrer eigenen Hälfte raus. Und Dybala in seinem ersten Premier League-Spiel nach 25 Minuten direkt mit seinem ersten Tor. Wunderschöner Trick um den Verteidiger rumgedreht und dann der Abschluss mit dem Innenpfosten rein ins Glück. Der Schlenzer genauso wie bei Raheem Sterling perfekt getroffen und auch da kann Lecor wieder nichts machen. 2:0 für Manchester City und die hatten immer noch nicht genug. Die machten genauso weiter. Paulo Dybala, der zeigte, wie viel Spaß ihm die Premier League machen kann und sie machten, wie gesagt, weiter und hatten Chancen im Minutentakt mehr oder weniger. Die größten zeigen wir selbstverständlich hier in dieser Partie. Allerdings kam Bournemouth tatsächlich auch einmal in der ersten Halbzeit irgendwie gefährlich nach vorne. Maxi Gradel mit dem Ball in den Rückraum und da steht Kovalenko. Ausgerechnet der Ukrainer hier mit dem ersten Abschluss für die Cherries. Allerdings deutlich über den Kasten hinweg. Er natürlich besonders motiviert, wollte zeigen, warum es ein Fehler war, ihn zu verleihen. Tat es hier nicht und City auf der anderen Seite hat die nächste gefährlichere Chance. Carrasco mit dem Ball auf Paulo Dybala aus der Drehung. Schwacher rechter Fuß und da sieht man hier auch kein Problem hier für Lecon diesen Ball zu halten. Allerdings sehr riskanter Abroller. Machte nichts, denn der Ball in die gegnerische Hälfte geschlagen und so sah das dann aus. Wurde fast schon als Torschuss gewertet. Gianni Morulli muss eingreifen, danach war aber Halbzeit. Manchester City mit einer total verdienten 2:0-Führung waren das deutlich überlegene Team im Etihad. Und von Bournemouth kam abgesehen vom Schuss von Kovalenko, der ja natürlich im Mittelpunkt stand, absolut nicht viel aufs gegnerische Tor geflogen. Mal sehen, ob es in der zweiten Halbzeit besser gehen sollte. Mal sehen, ob sich Ho irgendein Konzept hatte einfallen lassen, wie man die Sky Blues in der zweiten Halbzeit zumindest ein bisschen im Zaum halten konnte. Wir können vorwegnehmen, das klappte zum Anfang der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut. Wilson mit dem Ball auf Kovalenko, Kovalenko mit der Ablage, Nathan Ake versucht's mal, der Ball knapp am Tor vorbei. Allerdings war das der Auftakt zu einer Drangphase mehr oder weniger. Von Bournemouth City kam nicht mehr so gefährlich vor das Tor und Bournemouth hatte seine Chancen. Das ist Callum Wilson, Top-Torschütze der vergangenen Saison bei den Cherries. Dieser Schuss aber deutlich zu zentral auf den Kasten von Geronimo Rulli. Trotzdem war das noch nicht alles. Sie machten weiter über Arthur und Fraser auf der Außenbahn, der mit der Flanke in die Mitte das Ganze nicht richtig geklärt von den Citizens, weil Sterling den Ball hier nur in die Mitte abwehren kann. Da steht Smith, der Ball kommt nochmal zu Arthur, der auf Kovalenko. Kovalenko macht das gut, aber Rulli ist natürlich da und hält den Ball in der 75. Minute. Ja, relativ locker aus seiner linken unteren Torecke entfernt. Es waren also schon 75 Minuten durch, 15 noch zu überstehen für Bournemouth. Allerdings gab es dann einen Wechsel. Paulo Dybala und Yannick Carrasco gingen raus und dafür kam Kelechi Iheanacho und Ilkay Gündoğan, der ja mittlerweile nicht mehr zum Stammpersonal zählt, wurde im zentralen Mittelfeld von De Bruyne und Busquets verdrängt. Bei zwei Positionen ist es schwer, gegen die standzuhalten. Aber wichtiger war erstmal Kelechi Iheanacho, denn der findet sich gleich richtig gut ein in diese Partie. Geht hier gegen die Abwehr gut durch, will den Pass spielen, kommt nicht an, er versucht es alleine, rechter Fuß, ist nicht sein starker, das merkt man hier und Lecor mit seiner nächsten guten Parade. Schöner Reflex des Franzosen, hält hier seiner Mannschaft nur das 0:2 fest. Allerdings musste den auch erstmal so aus der Ecke kratzen, der Nigerianer, also nicht erfolgreich wie zum Ende der vergangenen Saison, hin ja öfter, hatte seine Probleme. Am Anfang der Saison, diese Saison soll das genauso nicht werden und er versuchte es weiter, die nächste dicke Chance, allerdings ist dieser Abschluss deutlich zu schwach. Aber es gab noch was Schlimmeres und zwar hatte Sergio Aguero sich in diesem Zweikampf verletzt, musste ausgewechselt werden. Dafür kam Tammy Abraham in die Partie, er hat ja noch gar nicht getroffen für Manchester City, war das Leitbild der vergangenen Rückrunde. Vielleicht ja heute in dieser Partie, aber das sollte nicht mehr passieren, denn es war so ziemlich die letzte Aktion. Nochmal Kelechi Iheanacho geht aufs gegnerische Tor zu, kann das nochmal was werden? Ablage auf Tammy Abraham, jawohl, allerdings Lecon, der da ist. Naja, das war dann das Letzte, was City zu bieten hatte. Im Endeffekt ein sehr, sehr schöner Auftakt in diese Premier League-Saison. Die Sky Blues mit einem 2:0-Erfolg über Bournemouth, das heißt kein Gegentor kassiert, offensiv eine schöne Show abgeliefert. Wenn das so weitergeht, dann wissen wir, wo die Reise von Manchester City in dieser Saison hingeht. Bournemouth hat sich teuer verkauft, allerdings keinen Punkt mitgenommen. Das heißt, der Fokus liegt darauf in den nächsten Wochen. Dybala mit einem guten Einstand und Manchester City startet super in die neue Saison der Premier League 2017-2018.
Jawohl, das war doch ein schöner Auftakt in die Premier League-Saison, würde ich sagen. 2:0 Sieg und ansonsten haben wir hier zumindest noch kein Ergebnis, das mit 2 Toren Differenz gewonnen wurde, also sind wir Tabellenführer. Aguero hat sich verletzt, wie wir gesehen haben, fällt Gott sei Dank nur für 9 Tage aus, aber das war auch wieder so eine Verletzung. Typisch FIFA. Apropos typisch FIFA, es gibt natürlich direkt eine Trainingseinheit und oh, die Ergebnisse gefallen mir ja mal richtig gut. Jimenez mit einem Upgrade in jedem einzelnen Stat und auch Rulli mit einem A. Liverpool nähert sich unseren Forderungen, allerdings sind sie noch nicht da, wo ich sie haben will und das ist bei mindestens 40 Millionen 39,5 wäre in Ordnung. Real Madrid, habe ich gerade gelesen, möchte Jerome Boateng haben und selbstverständlich bekommen wir dann auch ein Angebot von den Madrilenen, aber Boateng, wir haben schon Varane verloren, wir können nicht auch noch einen Boateng abgeben, das geht nicht. Und wenn, dann liegt die Schmerzgrenze bei geschmeidigen 150 Millionen. Wir spielen gegen Aston Villa, das zweite Spiel, wieder ein einfacher Gegner relativ, aber mal schauen, wie wir uns gegen den schlagen werden, der hat nämlich das erste Spiel auch gewonnen, also so einfach wird's nicht. Wieder nachkommentiert und wieder viel Spaß. Es war ein super Start gewesen in die neue Saison, sowohl für Aston Villa als auch für Manchester City, der Meister der Vorsaison, der heute hier im Villa Park vor gegnerischer guter Kulisse antreten musste. Nicht viele hatten Aston Villa einen Auftaktsieg zugetraut, allerdings hatten sie es geschafft und bei Manchester City gab es beim zweiten Spiel eine Überraschung, denn Sergio Aguero hatte sich doch ein bisschen schwerer verletzt im Spiel gegen den AFC Bournemouth. Es sah erst nicht so schlimm aus, allerdings im Nachhinein doch der Ausfall für das Spiel gegen Aston Villa, gegen die Villains, also ein anderer Mann im Fokus, beziehungsweise im Sturm vorne drin, und zwar Kelechi Iheanacho. Im Fokus stand ein anderer Spieler vor dieser Partie, und zwar Gil von Aston Villa, im letzten Spiel 2 Tore, damit maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt, und auch heute sollte er seinem Team wieder zum Sieg verhelfen, allerdings gegen einen deutlich größeren Gegner, diesmal gegen Manchester City, die sich ja bereits am vergangenen Wochenende wieder die Tabellenführung in der Premier League zugesichert hatten, mit einem 2:0 Erfolg zum Auftakt gegen eben die Cherries. Bun, Bakuna, Helfig, Richards, Amavi, Jedinek, Sanchez, Gil, Grealish, Veretout und Jordan Ayew. Das ist ein starkes Aufgebot bei Aston Villa, das der Premier League Aufsteiger hier aufbieten kann. Auf der Bank unter anderem Spieler wie beispielsweise Rudy Gestedt oder Ross McCormack, also definitiv Gefahr im Verzug auf der Bank, denn das sind gute Stürmer, die eventuell der in den letzten Monaten so wackeligen Defensive von Manchester City Probleme bereiten könnten. Allerdings hatte die ja zuletzt zu 0 gespielt und auch heute baute Trainer MGT auf die gleiche Elf, wie zuletzt beim Premier League Auftakt, abgesehen von der Änderung Aguero, Rulli, Kimmich, Jimenez, Boateng, Bernat, Busquets, Carrasco, Sterling, De Bruyne, Dybala und eben Kelechi Iheanacho für den angeschlagenen Argentinier, der nicht mal im Aufgebot stand, Tammy Abraham und David Silva standen in der Mannschaft bzw. im Kader der Sky Blues und die wurden hier nochmal richtig heiß gemacht und zwar von Yannick Carrasco zur Abwechslung, mal normalerweise nicht seine Aufgabe, sondern die von Sergio Busquets, aber ab und zu müssen halt auch mal andere in die Presche springen, Veretout, der französische Spielmacher von Aston Villa, der mit in die zweite Liga gegangen war, erwartete den Anpfiff vom Schiedsrichter Mike Dean und es war im letzten Spiel so losgegangen, dass Manchester City den AFC Bournemouth von Anfang an dominierte und hier sah es ungefähr genauso aus, mit einem Unterschied, es gab noch mehr Chancen als gegen die Cherries und wir springen direkt mal rein in die erste Gelegenheit in dieser Partie. Auch damit war City im letzten Spiel erfolgreich. Bereits der erste Schuss von Raheem Sterling landet im Tor. Hier ist es Sterlings Flanke, die abgewehrt wird. Kommt zu Kevin De Bruyne, der Ball in den 16er, da steht Iheanacho. Erster schöner Versuch. Allerdings ein bisschen in Rücklage geraten, deswegen den Ball deutlich über den Kasten gehauen. Das geht besser. Der Nigerianer fand sich aber gleich gut ein, war sehr aktiv in der Anfangsphase und hat hier Pech. Und das auch sein Trainer MGT genauso, der ärgerte sich über die vergebene Chance zum Auftakt. Allerdings sollte es weitere geben. De Bruyne mit dem schönen Ball raus auf Iheanacho, der diesmal mit der Flanke in die Mitte. Dybala kommt nicht ran, der Ball erstmal geklärt. Allerdings kommt er direkt wieder zurück in die Nähe des Kastens von Bann. Das ist Joshua Kimmich mit der Flanke. Iheanacho kommt nicht ran. Allerdings immer noch nicht die Szene vorbei. Juan Bernat mit dem Ball auf die Außenbahn. Da steht wieder Raheem Sterling, der mit der Flanke mit dem rechten Fuß. Iheanacho mit dem Kopfball, aber nicht platziert genug. Bann ohne Probleme. Und es blieb erstmal beim 0:0. Es ging aber weiter mit Iheanacho. Der war richtig auffällig in dieser Anfangsphase. Ball raus auf Yannick Carrasco. Die Flanke De Bruyne kommt nicht ran. Es gibt den Eckball. Und auch der sollte hier direkt in der Anfangsphase gefährlich werden. MGT war zufrieden mit diesen ersten 20 Minuten seines Teams. Dybala, der jetzt die Ecken seit neuestem von links in die Mitte bringt, mit schön viel Effet. Boateng mit dem Kopfball und Bann lenkt den Ball über die Latte. Ist ja groß, der Engländer. Hat hier aber sichtlich Mühe. Die nächste Ecke wieder von Dybala. Und diesmal kommt einer angeflogen. Und zwar Carrasco, Latte, De Bruyne, Kopfball in die Arme von Bann. Es war eine Frage der Zeit oder schien eine Frage der Zeit, bis City hier in Führung ging, aber bis dato noch nicht mit den zwingenden Aktionen, beziehungsweise einfach noch nicht mit dem nötigen Glück. Im Abschluss nächste Flanke, Iheanacho mit dem Kopfball nach der Flanke von Sterling, allerdings auch dieser Ball wieder am Tor vorbei. Ja, die Villains hatten Glück, brachten nach vorne, genauso wie Bournemouth in der ersten Halbzeit, nichts zustande, allerdings
ja, retten auch sie sich mit dem 0:0 in die Halbzeit, während es ja auf der anderen Seite beim ersten Spiel der Saison bei den Citizens beim Gegner bereits zweimal gescheppert hatte. Also standen sie besser da. Die zweite Halbzeit sollte aber nochmal schwieriger werden, denn sie machten sich das Leben erstmal selbst zur Hölle. Ganz, ganz gefährliche Freistoßsituation. Grealish da mit dem Foul auf der Außenbahn bekommt von Mike Dean zurecht die gelbe Karte gezeigt. Busquets fragt da nochmal nach, ob nicht eventuell noch ein bisschen mehr drin wäre. Hat Glück, dass er da ohne eine gelbe Karte davon kommt. Allerdings war das auch ein mieser Tritt da von Grealish. Der Ball war schon weg und Busquets fällt da natürlich vollkommen zurecht hin. Es gibt den anschließenden Freistoß und das ist eine gute Position für einen Linksfuß, um den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Allerdings vielleicht der Winkel doch ein bisschen zu spitz für Paulo Dybala. Deswegen spielt er den Ball mit einer Flanke rein und bekommt noch freundlicherweise direkt zurück. Nochmal die Flanke und da steht Iheanacho. Das Ganze aber noch nicht vorbei, denn jetzt ist erst Carrasco da und wieder Bann mit einer klasse Parade. Ja, sie verzweifelten langsam am Keeper. Gerade Carrasco ja bereits mit den zweiten Kopf, weil der erste an die Latte, der zweite gehalten. Jetzt der Eckball auch von Carrasco auf Busquets und auf der Linie geklärt von Adoma. Es sollte nicht sein, der Nachschuss dann ebenfalls abgewehrt. City biss sich die Zähne aus an der Defensive und vor allem am Keeper. Der Willens allerdings nicht mehr lange, denn dann sind wir in der 62. Minute. Dybala mit einem schönen, ja, Dribbling da vor dem 16er Ball auf Carrasco. Der dreht sich um den Gegenspieler. Lange Ecke anvisiert und getroffen. 1:0. Manchester City geht in Führung. Und Aston Villa, ja, die wurden endlich geknackt. Es hatte 63 Minuten gedauert, bis Dybala diesen Pass spielt. Und Carrasco genau das Richtige macht. Die nach außen wegdreht. Der gute Abschluss. Bann diesmal chancenlos. Und es steht 1:0 für die Citizens. Carrasco also mit seinem ersten Saisontreffer bereits. Beide Außenspieler, Sterling und Carrasco, haben getroffen. Das war letzte Saison absoluter Seltenheitswert, dass diese beiden erfolgreich waren. MGT freut es natürlich umso mehr, denn das sind zwei weitere gefährliche Spieler, die er in seinen Reihen hat. Danach gab es einen wichtigen Wechsel. Kelechi Iheanacho, der beste Spieler auf dem Platz, ging runter und Tammy Abraham kam rein. Wir erinnern uns, in der letzten Saison hat er noch nicht ein einziges Tor gemacht nach seinem Wechsel zu den Citizens. Vielleicht ja heute gegen den Aufsteiger. Erstmal Juan Bernat, schönes Zusammenspiel da mit Kevin De Bruyne, aber Bann ist wieder mal auf dem Posten. Der Abschluss der Spanier ist auch nicht so stark. Und dann hatten die Villains wieder ihren Auftritt in der zweiten Halbzeit vor dem gegnerischen Kasten. Das ist Leandro Bakuna, wird erstmal abgewehrt. Adoma nochmal auf Bakuna und der vergibt diese Chance kläglich nach 76 Minuten. Da war mehr drin. Allerdings, wie gesagt, sie machten sich das Leben auch selber schwer. Hier wird De Bruyne nicht richtig angegriffen, das darfst du nicht machen. Der Ball auf den eingewechselten Moreno und der ein bisschen zu überhastet mit dem Abschluss mit links. Der Ball mit rechts ein bisschen eingeschoben in die lange Hecke, wäre vielleicht klüger gewesen. Vielleicht wollte er das ursprünglich, er entschied sich dann, um drauf zu hauen und der Ball ging deutlich über den Kasten. Aber es war ja nicht aller Tage Abend, es gab noch eine Szene. Und wir gehen zu Tammy Abraham. Der geht um alle rum, um alle, um seinen eigenen Mitspieler auch und schießt den Ball ins Tor. Das gibt's ja nicht. Tammy Abraham mit seinem ersten Tor für Manchester City. Es hat so viele Anläufe gebraucht und was für eine Last von ihm abfällt. Und alle Teamkollegen rennen zu ihm. Selbst Kevin Boateng, Jerome Boateng natürlich, nicht Kevin Prinz Boateng, kommt zu seinem Mitspieler und feiert den jungen Engländer für seinen ersten Treffer. Das ganze Team freute sich und das vollkommen zu Recht, denn das war erarbeitet und das war klasse gemacht, wie er da rumgeht. Das Sommertraining hat sich ausgezahlt und Extraschichten geschoben nach Aussagen von MGT vor dieser Saison. Hat gerade im Abschluss nochmal einiges zugelegt und das sieht man hier und er freut sich vollkommen zu Recht, denn das war dann auch die letzte Szene der Partie und letztendlich auch der Endstand. Manchester City gewinnt also dank Toren von Yannick Carrasco und Tammy Abraham mit 2:0 bei den Villains, die sich gut geschlagen hatten in der ersten Halbzeit, mit 0:0 in die Kabine gingen, aber diesmal konnten sie sich nicht mehr durchsetzen im zweiten Durchgang, sie konnten keine Schippe drauflegen und das wurde ihnen dann zum Verhängnis. Bann mit einer guten Partie, aber gegen solche Sonntagsschüsse kann auch er dann natürlich nichts machen. Der Villa Park war trotzdem zufrieden, applaudierte fair seinen Verlierern. Und Yannick Carrasco und Tammy Abraham waren natürlich sehr zufrieden mit ihren Leistungen. Im Endeffekt gewinnt City auch das zweite Spiel der Saison mit 2:0 beim Aufsteiger Aston Villa. Zwei Spiele, 4:0 Tore, 6 Punkte und 4 verschiedene Torschützen. Was willst du mehr? Und dann trifft auch noch Abraham. Wie geil ist das denn? Hat ja auch nur ein halbes Jahr gedauert, also wartet mal ab auf Juff. Der wird in der nächsten Saison dann richtig durchdrehen. Auch Marcelo Moreno oder wie auch immer der heißt, M. Moreno, der Außenbahnspieler, der gefällt mir mega gut. Ich bin froh, dass ich gesagt habe, dass der Ersatz ist für Sterling. So, und in dieser Episode heute haben wir dann noch das Spiel gegen Crystal Palace und Alan Pardew. Vorher aber nochmal Training und Iheanacho mit einem A. Das gefällt mir doch. So, und jetzt möchte Milan Aaron Mooy haben. Den haben wir, ich weiß nicht, warum City den geholt hat. Partnerschaft. Oh, das ist jetzt traurig für ihn. Ich wollte gerade sagen, aber auch bezeichnen, dass er von einem Top-Club zum nächsten geht, obwohl er normalerweise niemals das Talent hätte. Ich hätte mal für 6 verkaufen sollen. Tut mir leid, Mooy. Oh. Ja gut, der ist ja nur Ersatz und wenn er, ja, Reisende soll man nicht aufhalten und wenn so eine Vereinslegende in Anführungsstrichen ja schon darum bittet,
den Verein verlassen zu dürfen, weil er nicht mehr die Spielpraxis bekommt, dann sollte man das auch zulassen. Und das werden wir dementsprechend auch machen. Real Madrid möchte ihn gerne haben. Also 50 wären schon schön, aber ich nehme natürlich auch was anderes an. Was haben wir hier noch als zweites Angebot? Eins von Barcelona, 47. Das würde ich auch nochmal auf 50 hochschrauben, aber ja, David Silva. So viel dazu. So, und beide haben akzeptiert. Mal sehen, zu wem er wechseln würde. Ich denke mal zu Real, weil ich das als erstes angenommen habe. Übrigens, hier, nach dem Motto Schock-Transferanfrage von Silva, Timing und so dürfte uns nicht gefallen. Man soll er sonst fragen? Vollkommen in Ordnung. Ich bin deswegen definitiv nicht böse. So, und damit haben wir es hinter uns. Eine Vereinslegende verlässt Manchester City für 50 Millionen Euro. Das ist weniger, als wir natürlich für ihn in Stoßzeiten hätten bekommen können. Aber was willst du machen? Er geht zu Real Madrid und wir müssen ohne ihn klarkommen. Spiel gegen Crystal Palace und wir kennen natürlich gar nichts, machen keine Gefangenen und spielen mit absoluter Top-Elf gegen das Team von Nathan Fadi, die gegen Aarhus unentschieden gespielt haben. In der Euroleague-Qualifikation nehme ich mal stark an. Wir spielen zu Hause, normalerweise sollte vor allem im Publikum nichts anbringen. Wir sind auch ohne Gegentor und ich hoffe, das bleibt auch heute so. Bernat und Benteke, Dybala macht das 1-0 per Elfmeter. Ja, soviel zum Thema, wir bleiben Gegentor los. Benteke macht den Treffer für Crystal Palace, das ist gar nicht schön. Wahrscheinlich hätte ich lieber mal wieder spielen sollen, ansonsten verlieren wir jetzt hier am Ende noch. Kondogbia kommt für Bernard, Thiago für De Bruyne, wir machen ein richtiges Wechselkonzert. Carrasco macht das Tor und Boateng muss ran. Warum wird Abraham für Boateng gebracht? Nur weil er schwarz ist oder was? Egal, wir gewinnen, aber das mit Boateng macht mir jetzt natürlich Sorge. Gut, vielleicht sollten wir John Stones doch nicht verleihen. Es gab sowieso noch kein Angebot. Normalerweise haben wir auch Kompany, also das ist kein Problem. Wir haben auch noch Alderweireld, ja. Aber ich wollte ja eigentlich Stones verleihen. Nur das, ich würde ihn trotzdem verleihen, so ist nicht. Dass das trotzdem Schock ist, steht, denke ich mal, außer Frage. Wir haben übrigens jetzt Dybala im Training. Für Jimenez ja nicht mehr vielversprechend ist. Dybala ist übrigens immer noch vielversprechend, das ist krank. Und Stones. Stones. Steigt passenderweise auf 84. Und da kommt das Angebot für Samir Nasri und das werden wir annehmen. Den wollen wir ja auch nicht aufhalten. Ja, zu Bayer Leverkusen, interessant. So, die Geschichte ist durch und damit sind wir auch am Transfer Deadline Day angekommen und beenden diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich persönlich sehr, sehr doll freuen, wenn euch diese Episode denn gefallen hat. Und vor allem die ersten 3 Siege in dieser neuen Saison. Checkt die Links in der Beschreibung auf jeden Fall aus. Auch darüber würde ich mich natürlich freuen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, dass wir David Silva verkaufen mussten. Und was ihr dazu sagt, wer das nächste Karriereteam werden soll. Gut, wie auch immer, das war... Oh, Arsenal hat sich Oblak gekauft. Das war's. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.